Es bringt uns überhaupt nichts, aber ich will es trotzdem mitnehmen. Einfach nur, weil es selten ist. Ach da. Boah, geschickt versteckt. Okay, wie man jetzt hier... Okay, da. Der Wolfsburger Kanal, der gute. Gespeichert haben wir auch. So, dann gehen wir mal ganz kurz ratzen und ihr wisst ja, was das heißt. Schon wieder dieses komische Geräusch. Soll vielleicht ein Albtraumgeräusch sein. Oder so ein Spielhallen. Ich höre da mal so Spielhallenmusik im Hintergrund. Könnte vielleicht auch daher rühren. Ich weiß, wir haben die Knarre nicht aufgehoben. Das mache ich mal hinterher. Vielleicht mache ich das jetzt. Ich sollte meine Prinzipien einfach mal ablegen. Es regnet Zombies. Da kann man... Da bin ich viel Zeit für sowas. Vielleicht soll ich auch mal E drücken. Das ist wirklich so ein Spielhallending, ne? Ich finde, da kann eigentlich jetzt schon die Buff-Tatar-Musik losgehen. Oh, wir haben fast keine Muni dafür. Dafür können wir jetzt aufladen. Ich frage mich, ob wir die Munition mit ins reale Leben übernehmen. Kunde. So. Ich glaube, die Munition nehmen wir mit, ne? Das ist ganz praktisch, weil die kriegen wir sonst so selten. Entschuldigung. Ich wundere mich, warum die keine Türen aufmachen können. Entschuldigung. Moment. So. Limit erreicht. Hier müssen wir gucken, wenn da nicht andere hinter den Säulen sind. Da zum Beispiel. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich bin so doof. Ich hätte vielleicht erstmal reloaden. Na egal. Wir kriegen eh noch ein bisschen Muni. Hey! Cheater. Okay, wir haben jetzt hier ganz viele Türen. Mal führen alle hier rein. Waren wir hier schon? Okay, ich gehe mal ganz kurz den Gang entlang, damit wir hier gewesen sind. Aha, hast du gesehen? Was für ein Action-Move. Das geht auch. Wir hatten ja geschossen, der hat noch nicht einmal schießen können. Das war voller Schatten gerade. Ah, das ist ein Drecksau. Hier sehen sie einen auch über unlimitierte Distanz. Der schießt zum Beispiel gerade schon. Wie bei Matrix. Ich bin Agent. Okay, das war waren meine eigenen Geräusche. Das ist easy, lalalala, dann hier. Ich will immer noch, es tut mir echt leid. Ja, und wir finden direkt einen Geheimgang, juhu. Egal, was wir finden, es wird es wert sein. Es ist es nicht wert, okay, egal. Aber wir kriegen eine Menge Munition, das freut mich schon mal. Und offenbar hat ihr ein Restaurant eröffnet, das ist auch ganz toll. Bringt uns nur leider herzlich wenig. Die Muni muss ich leider liegen lassen.
So. Schüsse. Da waren wir schon. Ganz kurz. Wo sind wir? Wir sind da. Da waren wir tatsächlich schon. Die Level sind ein bisschen unübersichtlich, weil die sehr wenig Charakteristika haben. Sekunde. Erstmal nachladen. Nichts, da ist nichts. Hier haben wir eine Tür mit tollem, oh lecker, Kantinenfraß. Köstlich. Brauchen wir nicht. Weg damit. Also ein Grillteller hätte ich pauschal ja nichts gegen, aber dieser Ingame-Fraß hier, der hängt mir langsam auch zum Hals raus. Schade, ich dachte, den können wir noch, da können wir wieder anschleichen. Brauchen wir momentan eh nicht. Müssen wir aufpassen, denn gleich ist die Rüstung weg. Und dann brauchen wir den Fraß. Also nicht zu sehr verschwenden alles, was es hier gibt. Okay, wo waren wir jetzt überall? Da oben, da sind aber noch zwei Räume, wo wir noch nicht drin waren. Ist auch keine Geheimtür, ne? Nö. Nö. Die Hälfte des Spiels besteht hier raus, habe ich das Gefühl. Die Hälfte des Spiels besteht aus alten Wolfenstein-Leveln. So. Wupp dich. Okay, wo müssen wir lang? Einmal da geradeaus, da haben wir jetzt alles abgesucht. Da haben wir auch, lalala, geradeaus nach unten. Hier, ne, geradeaus. Jetzt können wir nach unten und nochmal nach rechts. Hä? Offenbar waren wir ja schon. Oder? Ah, ja, okay. Ah, ja. Ist nicht leicht. Wie gesagt, Überblick bewahren ist hier so eine Sache. Ich könnte jetzt, ich gehe mal nach oben weiter. Ich erkunde mal hier nochmal schnell. Der Restgebiet da oben fehlt auch noch ein bisschen was. Da sollte ich mal ganz kurz nach oben gehen. So, und ich sag's gerne nochmal, ich finde, das ist zu viel des Guten. Ich find's als Easter Egg super, aber ich find's zu viel des Guten, in jedem Level dann noch ein Level vom alten Wolfenstein unterzubringen. Ist zwar ganz cool, aber man will es ja wirklich beim Durchspiel alles mitnehmen und dann ist es doch zu viel. Zumal es die Story einfach gar nicht weiterbringt. So. Und es bringt mich, ehrlich gesagt, immer eher so ein bisschen raus aus der Story, habe ich das Gefühl. Hier brauchen wir einen Schlüssel, ne? Jo, natürlich. Ein Hund? Wo ist denn das? Okay, hier gibt's Happa, aber das brauchen wir gerade nicht. Eieieiei. So, Frage ist, wo können wir weiter? Ich würde nochmal... Ach, hinter uns war ja der Fahrstuhl. Dann hier vorne rechts vielleicht nochmal gucken. Keine Geheimtür. Hier vorne rechts, da ist alles schon bekannt. Okay, da kommen wir gerade nicht. Das ist der Fahrstuhl da unten. Dann die nächste linke Tür, da waren wir auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind eben im falschen Areal. Ah, okay. Keiner schreit. Ah, wir haben angefangen, wenn wir jetzt durchgelaufen, wenn wir genau durch den Spalier gelaufen, dann hätten die uns alle schön wegballern können von der Seite. Gut, dass wir erstmal unkonventionell gehen immer. Und nicht gleich die nächstbeste Tür, die einem serviert wird, weil da natürlich auch, das sind natürlich auch immer Fallen, traue niemandem. Okay, jetzt gehen wir mal nach unten. Dim. Dann da nach links. Oh nein.
Oh nein. Ernsthaft? Zwei Schlüsseltüren. Zwei Schlüsseltüren. Hallo? Okay, hier waren wir noch nicht. Kann ich nicht mit dem Messer abstechen, ne? Das wäre so schön. Naja. Man will ja auch was sehen für sein Geld. So. Zack. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Schachtelräume 3D. Komm, ich ess mal die Wurst. Wir haben noch 36 Armor. Müssen wir mal gucken. Links geradeaus gucke ich nochmal schnell, ob wir da irgendwas finden. Hier muss doch der erste Schlüssel jetzt drin sein. Komm. Drück mal die 3 statt der 4. Ich lasse den mal ein bisschen tanzen. Also ich mache immer, wie heißt denn das hier? Dauerschuss? Na, weißt du schon. Also nicht gedrückt halten, sondern immer wieder so antriggern. Den Schuss, dann verzieht sich nämlich das Ziel nicht so und vor allen Dingen kann er sich dann auch nicht wehren. Er kann dann währenddessen nicht zurückschießen, was er sonst nämlich könnte. Oh, Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Oder für wichtig erachtet, keine Ahnung. Eins von denen wird es wohl gewesen sein. Ach du Scheiße, leck mich... Ah, okay. Trotzdem, leck mich am Arsch, da war man zwar noch nicht drin. So, das nehme ich natürlich alles gerne mit. Das natürlich auch. Limit erreicht. Ach, scheiße. Ah, naja, ja. Hätte ich nicht aufnehmen sollen. Was soll's, wir kommen ja auch so durch. Also ich bin relativ optimistisch. Puff tot. Alter, wie viele Türen wollt ihr denn noch hier hinklopsen, ihr Wahnsinnigen? So, da ist wieder Schnitzel. Oh, oh, oh. Alter. So. Am Anfang habe ich es nicht gemacht, danach habe ich es gemacht. Als ich es nicht machte, konnte er sich wehren. Das war jetzt mal ein bisschen langsamer gemacht, da konnte er ab und zu zwischendurch wehren. Aber man sieht, was ich meine. Hey, ein Schlüssel. Das brauche ich alles noch nicht. Haben wir denn hier noch eine Geheimtür? Bitte sag. Blöde Kuh. So, das haben wir. Da gerade, hier geht's noch geradeaus. Die Türen hier rechts rein, das haben wir alles schon gemacht. Wir gehen hier rechts rein? Nee, da waren wir, hier waren wir schon, ne? Jo, klar. So, den ersten Schlüssel hätten wir. Wir bräuchten ja so Keycards eigentlich. Keycard wäre natürlich auch schön. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwie zurückfinden. Ich weiß nämlich nicht mal, wo das war. Waren wir hier sonst überall schon drin? Auch hier? Nur mal kurz gucken. Ja, offenbar schon, aber hier sind wir noch nicht hochgegangen. Hier schon. Okay, hier oben war hier der Fahrstuhl? Hier muss doch noch irgendwo ein Raum sein. Das war hier mit dem Schlüssel, ne? Ich glaube, hier war der erste Schlüssel. Zumindest die weiße Tür. Ich weiß jetzt nicht, welche Tür die richtige ist für den Schlüssel. Da steht ja auch nicht dran. Früher hat es ja blaue Keycard, rote Keycard. Das war ein bisschen einfacher. Geheimgang? Nein. Dann... Hier geht's nicht gerade. Mann, ey.
So, hier. Hier und dann nach rechts. Okay, da ist gar nichts, deswegen... Ich habe die Wand nicht gesehen auf der Map. Ich bin sie nicht abgelaufen, deswegen sehe ich nicht oder habe ich nicht gesehen, dass wir hier schon waren. Also, dass wir hier schon komplett aufgeräumt haben. Ach, seufzt. Dann da durch, dann... Wir probieren, wenn wir schon mal hier sind, probieren wir die Tür zuerst. Okay. Ich bin sicher, ich nehme Wetten an, dass es die falsche Tür ist. Ich nehme Wetten an. Ich kenne das doch. Das passiert mir ständig. Oder bin ich ja richtig? Ja, immerhin etwas. So, mal gucken, was passiert. Oh. Mist, hätte ich mal keine Wetten angenommen. Jetzt bin ich arm. Ich frage mich, ob der Schlüssel für beide Türen gepasst hätte. Aber dann würde ich hier gerne noch einen Schlüssel finden für die andere Tür. Na. So. Ob wir hier noch einen Schlüssel finden? Ich glaube ja nicht. Ach so. Nee, hä? Ach so, wir hätten eine beliebige... Ah, okay, okay. Na gut, dann bin ich einverstanden. Dann sind wir eigentlich schon durch. Dann besteigen wir gleich den Fahrstuhl. Juhu! Das Endbild bei Wolfenstein 3D. Juhu! Wo er so hochspringt. In die Freiheit quasi. Was für eine geile Animation das damals war. Heute, schnarch. Aber damals... Okay, und aufwachen. So, guten Morgen, Prinzessin Ruinenalbtraum. Okay, das ist schön. Wo mussten wir lang? Da hinten, ne? Ah, okay, hier. Dann wollen wir keine Müdigkeit vorschützen. Yes, und hoch. Oh, scheiße. Wir sind in Schwierigkeiten. Ich muss irgendwie zu ihm kommen. Ach, du Heilige. Aber wie sollen wir die denn... Weil die sind beide auf verschiedenen Seiten. Ach so, ach, die kämpfen erstmal gegen die Zombies. Das ist ja okay. Hey! Ich bin gar nicht tot. Ich bin einer von euch. Also, Menschen. Aber das hat Nazis ja nie sonderlich interessiert, ob man jetzt ein Mensch ist oder nicht. Oh. Boah, scheiß Arenen immer. Scheiße. Das wollte ich überhaupt nicht. Kommt er gleich wieder? Entschuldigung. Ich sollte mir ein besseres Plätzchen suchen, aber von hier habe ich einfach die beste Einsicht. Nein, ich wollte die gar nicht reloaden. Entschuldigung. Ah, das ist echt nervig. Scheiße, keine Muni in bei gar nichts? Boah, ich hasse diese Arenen, sind so zum Kotzen. Ist das hier eine Dampfsauna? Alter, leck mich am Arsch. Hey, da war doch gerade... Toll.
So, ich hoffe, das war's. War keine Glanzleistung, aber ich war auch gerade eben ein bisschen überfordert. So. Mit mir selbst. Ich wollte jetzt nicht einfach mit einem Mann rennen, weil ich nicht genau wusste, von wo die jetzt überall angreifen und so weiter. Aber egal. Hauptsache, wir sind durch. Nach dem Krieg fragt keiner mehr, wie wir gewonnen haben. Ist ja wirklich so eine Dampfsauna hier. Oh, wie schön. Also naja, schön ist relativ, aber... Naja, wohl so ein Sanatorium. Naja, mit den Handschuhen vielleicht eher nicht so. Könnte auch unangenehm sein. Meersalz, aber auf jeden Fall so eine Klinik oder sowas. Limit erreicht. Vielleicht hätte ich hier mit der Shotgun durchfräsen sollen, ich weiß es nicht. Kernseife, natürlich. Die gute Seife aus dem Hause Kern. Ich liebe diese Knarre.